Hallo zusammen und viele Grüße immer noch aus Kalifornien. Wahrscheinlich bin ich mittlerweile schon in der Schweiz, wenn das Video veröffentlicht wird, aber ich möchte nochmal die Gelegenheit nutzen, euch eine Tour von meinem F-150-Truck zu geben, den ich seit 3 Jahren fahre, den ich leider nicht mitnehmen werde in die Schweiz, weil er mir doch ein bisschen zu groß ist für die kleinen, engen Straßen dort, nehme ich mal an. Und ich werde euch eine kleine Übersicht geben, was für Truckgrößen gibt es denn überhaupt in den USA, was für Truckmodelle, warum habe ich mir diesen Truck gekauft und werde am Ende des Videos noch einen POV-Drive machen, also einen Point-of-View-Drive, wo ich mir die GoPro auf die Stirn schnalle und dann mit euch hier eine kleine Tour mache mit dem Fahrzeug. Was für Pickup-Truck-Größen gibt es in den USA? Es fängt an bei den Midsize-Pickup-Trucks, das sind hier so die kleinsten und ironischerweise auch die einzigen, die ihr oder in dieser Größenordnung in Deutschland bzw. Europa findet. Also ich denke da so an den Toyota Hilux und den Ford Ranger. Den Toyota Hilux findet ihr hier nicht auf dem Markt, den könnt ihr hier nicht kaufen. Es gibt hier nur das Schwestermodell, den Toyota Tacoma, ist der beliebteste Truck in diesem Midsize-Segment. Ich hätte ihn mir auch beinahe gekauft, war dann aber etwas abgeschreckt von dem sehr kleinen Innenraum, der halt etwas kleiner noch ist als bei einem Golf. Also von daher, aufgrund meiner Größe, habe ich dann den nicht gekauft, obwohl es ein sehr gutes Fahrzeug ist, hat den besten Wiederverkaufswert von allen Fahrzeugen in den USA, ist sehr beliebt, gilt, hat eine sehr gute Reputation, was die Qualität angeht und ja, ist auch ein sehr gutes Offroading-Fahrzeug. Dann gibt es hier noch den Nissan Frontier, es spielt jetzt nicht so eine Rolle auf dem Markt, und den Ford Ranger, der hier jahrelang nicht verkauft wurde. 2005 oder 2006 haben sie aufgehört mit der Produktion von dem alten Modell und haben dann halt angefangen, den auf anderen Märkten zu verkaufen, aber nicht auf dem US-Markt. Seit 2018 oder 2019 verkaufen sie ihn hier wieder. Und für die Chevy-Fans gibt es natürlich noch den Chevy Colorado bzw. GMC Canyon, was das gleiche Fahrzeug ist, ist die gleiche Firma, die es halt nur mit einem verschiedenen oder unterschiedlichen Badging drauf halt verkauft. Und es ist noch zu erwähnen, der Dodge Dakota, den ihr noch so ein bisschen im Straßenbild findet, der aber auch seit Jahren nicht mehr gebaut wird. Die nächste Größenkategorie, und dazu fällt dieser F-150-Truck, ist die Half-Ton, das Half-Ton-Truck-Segment. Das heißt halt halbe Tonne. Der Titel kommt daher, oder diese Segmentbezeichnung, weil diese Pickup-Trucks halt in der Größenkategorie mal in der Lage waren, 500 Kilo, eine halbe Tonne, auf dem Truckbett zu transportieren. Das ist mittlerweile überhaupt nicht mehr up-to-date. Also mittlerweile können diese Half-Ton-Trucks so in der Regel um die 750 Kilo in dem Truckbett transportieren. In dem Half-Ton-Pickup-Segment findet ihr den Ram 1500 und den F-150-Truck, den Silverado bzw. GMC Sierra ist wiederum das gleiche Fahrzeug. Der einzige Unterschied ist, dass beim GMC-Produkt, dass ihr dort in den höheren Trim-Leveln, also in den etwas luxuriöseren Trim-Leveln, nochmal ein bisschen mehr an Features bekommen könnt als beim Chevy Silverado. Dann ist noch zu erwähnen der Tundra, der Toyota Tundra, den hätte ich mir auch beinahe gekauft, habe ihn dann Probe gefahren, war dann doch nicht so mein Ding, und den Nissan Titan oder Nissan Titan.
Das nächstgrößere Truck-Segment ist der Three-Quarter-Ton-Truck, also der Dreiviertel-Ton-Truck. Und ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, weil die heißen so, weil sie halt mal 750 Kilo, eine Dreivierteltonne, im Truckbett transportieren konnten. Das ist jetzt auch nicht mehr wirklich aktuell. Also die können mittlerweile je nach Reifenanzahl, also Doppelreifen unten, hinten oder nicht, können sie halt bis zu 1,9 Tonnen auf dem Truckbett transportieren, heißen aber halt immer noch Dreiviertel-Ton-Truck-Segment. Und das letzte, das größte Truck-Segment, also bei den normalen Pickup-Trucks, ist halt das Full-Ton-Truck-Segment. Also die gibt es dann halt auch relativ häufig mit Doppelreifen und können dann auch bis zu 3,5 Tonnen in dem Truckbett transportieren. Und die Fahrzeuge dort sind halt der Ram 3500, der F350, der Silverado, der Sierra 3500 entsprechend auch. Bei den Motoren findet ihr halt eine relativ große Bandbreite. Die meisten sind Benziner. Also beim Ford ist, der steigt hier der F150 mit dem kleinsten Motor ein. Da findet ihr einen 2,7 Liter V6 Motor Turbo geladen, einen 3,5 Liter V6 Motor Turbo geladen, dann auch immer noch mit 10 Gang Getriebe. Dieses Fahrzeug jetzt hier hat einen 6 Gang Getriebe, was relativ üblich ist. Und die meisten von diesen Trucks haben halt sowas um die 5 Liter herum. Dieser hier hat genau 5,0 Liter. Ansonsten findet ihr alles über 5,4, 5,3 bis 5,7 Liter. Alles Benziner in der Regel. Hin und wieder gibt es diese Trucks hier auch als Diesel, aber ist eher die Ausnahme. Wenn ihr halt in diesen größeren Truck-Segmenten guckt, also die Full-Size-Trucks, die Full-Ton-Trucks, dann findet ihr halt Motoren in dem Bereich von 6,2 bis 6,7 Liter und dort findet ihr auch häufiger dann wieder Dieselmotoren vertreten. Was die Truckbed-Kabinenkonfiguration und die Truckbed-Länge selbst angeht, sind der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt. Also es gibt halt sehr viele verschiedene Varianten, die sich dann halt auch mit dem Radstand oder vom Radstand her verändern. Das ist jetzt eine sogenannte Supercrew-Kabine. Also Ford nennt die Supercrew, bei anderen Herstellern heißt sie halt anders. Das ist die größte Kabine, die man in dieser Größenklasse von Truck, also bei den Half-Ton-Trucks, findet. Die ist auch sehr beeindruckend groß, also der Innenraum ist größer als bei einer S-Klasse in der Langversion. Dafür hat man dann halt als Preis zu zahlen, dass man nur ein Shortbed hat. Also dieses Truckbed ist von der Länge her sehr kurz, nur 5,5 Fuß. Ansonsten würde dieses Fahrzeug wahrscheinlich einfach zu lang werden. Also Ford und die anderen Hersteller bieten es halt nicht an. Was ihr halt machen könnt, wenn ihr ein größeres Bett haben wollt, ein längeres Bett, gibt es das mit einer kürzeren Kabine. Also der hintere Teil hier ist etwas beengter. Und dafür habt ihr dann nochmal einen guten Fuß mehr als Truckbed. Bei Ford ist in dieser Konfiguration auch noch sehr interessant zu erwähnen, dass die Türen dann, die hinteren, nach vorne aufgehen. Also ist so eine Selbstmördertür, eine Suicide Door, wo die den Nachteil hat, dass man erst die Fahrertür oder die Beifahrertür entsprechend aufmachen muss, um die hintere Tür aufzumachen. Finde ich jetzt nicht so gelungen, aber gut, das hat sich Ford so überlegt. Bei allen anderen, beim Ram 1500 und beim Silverado 1500, habt ihr dann in dieser kürzeren Crew-Kabinen-Variante auch eine normale Tür zum Aufmachen, einfach nur eine kürzere Tür hier hinten. Ansonsten gibt es natürlich auch noch bei diesen ganzen Fahrzeugen die Zweierkabine, also dass halt wirklich hier Schluss ist. Entsprechend sind das dann zwei Sitzer oder drei Sitzer. Die haben dann meistens eine durchgängige Bank, wo dann halt noch in der Mitte einer sitzen kann. Also drei Personen können mitfahren. Und dann bei der kurzen Kabine habt ihr wiederum auch die Auswahl zwischen einem 6,5 Fuß, einem kurzen 5,5 Fuß Bett und einem 8 Fuß Bett. Das ist dann halt relativ lang, also für Handwerker sehr gut. Und wenn ihr die Kombination nehmt mit einer kurzen Kabine und einem kurzen Bett, dann habt ihr ein sehr kleines, günstiges, leichtes Fahrzeug, also verhältnismäßig leicht, mit einem kurzen Radstand, also ihr habt da einen deutlich kleineren Wendekreis als mit diesem Fahrzeug jetzt hier in der Länge. Ja, das entscheidendste Merkmal von so einem Pickup-Truck ist natürlich das Truckbed. Was kann man mit so einem Truckbed machen? Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist das zweitpraktischste Fahrzeug, was ich jemals besessen habe. Wobei, es kommt dann darauf an, was man machen will. Also ich hatte mal einen Smart Fortwo in der Innenstadt, war es natürlich deutlich praktischer, als dieses Fahrzeug gewesen wäre. Insofern kommt es, wie gesagt, immer darauf an, was ihr machen wollt. Und ich würde sagen, jetzt das einzige Fahrzeug, was noch praktischer war als das hier jetzt, war mein Minivan. Ich hatte einen Honda Odyssey Minivan. Den würde ich mir vielleicht sogar eher wiederholen als ein Truck, wobei ein Truck ein etwas cooleres Image hier zumindest hat als ein Minivan, was halt so ein Soccer-Mom-Fahrzeug ist. Ja, was kann man mit so einem Truckbed machen? Man kann natürlich, das ist für Handwerker, so Landscaper, natürlich recht entscheidend, was reinschütten. Also man kann jemanden mit so einem Bagger kommen lassen, die Schaufel halt runterlassen und halt hier irgendwie Erde reinkippen oder ähnliches. Das Ganze kann man halt auch mit einem Hochdruckreiniger hinterher wieder reinigen.
Das ist halt für Leute, die auf dem Land leben, jetzt eine sehr entscheidende Funktion. Man kann, und das geht bei den meisten Minivans nicht, die so eine Klappe haben, die dann im Weg wäre. Man kann halt einen Gabelstapler was aufladen. Ich habe mir selbst mal so eine 700, 720 Kilo Zement auf einer Palette aufladen lassen mit einem Gabelstapler. Man macht einfach die Klappe runter und der schiebt das Zeug rein. Man kann ein Ladder Rack, also ein Leitern, Rack irgendwie, keine Ahnung, wie man es auf Deutsch jetzt nennt, hier aufbauen und dann kann man halt so Leitern oder Bretter oder ähnliches halt oben drauflegen und transportieren. Man kann ein To-No-Cover drauf machen, also eine Abdeckung sozusagen. Das habe ich lange Zeit hier drauf gehabt. Das ist auch sehr praktisch. Dann hat man halt einen großen Kofferraum, der halt einen Sichtschutz oben drauf hat und ähnliches. Hat auch seine unpraktischen Seiten. Also man muss hier mit so Stangen oder Konstruktionen idealerweise arbeiten, weil wenn man sich jetzt irgendwas kauft, eine Kiste Wasser und die halt einlädt und dann macht man eine Bremsung, dann verschiebt sich alles nach vorne und dann muss man halt das wieder aufklappen oder dann hinten reinkrabbeln, um dann halt hinten ranzukommen. Weil man von diesem Truckbed doch relativ weit wegsteht, wenn man die Klappe aufmacht und dann halt nicht wirklich weit reingreifen kann, trotz meiner Armlänge. Bei diesen Tonneau-Covern könnte ich ein eigenes Video drüber machen. Da gibt es halt auch sehr viele verschiedene, die Vor- und Nachteile haben. Also es gibt welche, die halt wie eine Motorhaube aufklappen, die total regendicht sind. Dann gibt es halt andere, die halt zusammenfalten, die sich aufrollen, die halt hier drin verschwinden in so einem Kasten. Also da gibt es halt sehr viele verschiedene Produkte, bis hin zu irgendwelchen krassen Metallcovern, wo dann irgendwie so 5 Mann drauf stehen können, ohne dass es zusammenbricht. Was ich zum Schluss drauf hatte, war ein sogenanntes Camper Shell. Das war auch sehr praktisch. Das ist halt quasi eine Glasfaserhaube, die halt mit auf Kabinenhöhe ist. Gibt es auch teilweise höher als die Kabine, dass man halt die fürs Camping benutzen kann. Deswegen heißt sie Camper Shell. Ist aber auch nicht unbedingt nur erforderlich oder die Leute, die damit rumfahren, benutzen es jetzt nicht nur fürs Camping, sondern man kann das halt auch gut beladen. Hat halt quasi einen großen SUV, der allerdings ein bisschen weniger kostet als ein SUV in der Größe und halt auch den Vor- und Nachteil auch hat, dass dieses Abteil hier komplett getrennt ist vom Innenraum. Also wenn ihr irgendwas einladet, so Feuerholz zum Beispiel, und da sind dann irgendwelche Ameisen drin noch oder so, dann wollt ihr die jetzt nicht irgendwie in einem SUV haben, wo die euch dann von hinten bei der Fahrt irgendwie den Nacken hochkrabbeln. Also hat Vor- und Nachteile. Es gibt diese Trucks teilweise halt auch mit einem Fenster, was man im Fall von dem Toyota Tundra zum Beispiel runterlassen kann oder halt mit so kleinen ausgeschnittenen Fenstern, die man aufmachen kann. Hat dieses Modell jetzt nicht, war mir nicht so wichtig. Da kann man dann halt auch noch irgendwelche Gegenstände, Skier oder sowas, halt hier vom Truckbed aus in den Innenraum durchlegen. Das ist das Camper Shell. Man kann halt auch, das habe ich in einem früheren Video mal gemacht oder gezeigt, ein Truck-Zelt aufbauen. Also hier auf diesem Truck halt zelten mit speziellen Zelten, die man halt hier verankern kann an der Truck-Ladefläche. Man kann ein Motorrad aufladen, wobei ich das jetzt eher nur so sehe bei so Dirt-Bikes, die halt relativ leicht sind. Also so ein Truck-Bed ist halt schon relativ hoch. Also außer man hat jetzt zum B- und Entladen irgendwie einen Hügel oder sowas zur Verfügung, muss ich halt sagen, da muss man halt schon sehr hartgesotten sein, um jetzt so eine schwere Harley oder sowas hier rauf zu fahren. Weil wenn es schief geht, dann ist beides im Arsch, der Truck und die Harley. Ansonsten kann man, das sieht man hier auch häufiger, auch noch einen Sattelaufleger sozusagen reinmachen. Das nennt sich hier Fifth Wheel, also das fünfte Rad am Wagen, wortwörtlich. Den verschraubt man hier einfach, kann man auch wieder rausnehmen und kann dann einen Anhänger raufsetzen, der sich halt besser fahren lässt und auch schwerer sein kann, als wenn es hinten eine Anhängerkupplung ist. Wobei man dazu sagen muss, dass dieser Truck hier schon sehr klein ist dafür. Also wenn ihr mit so einem Fifth Wheel Wohnwagenanhänger oder Pferdeanhänger oder ähnliches arbeiten wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall schon eher in dieses F250, F350 Segment aufstoßen, weil das hier halt einfach nicht genug Ladekapazität hat, um so einen schweren Anhänger vom Gewicht her zu vertragen. Ansonsten kann man noch einen sogenannten Truck Camper raufmachen. Das ist was anderes als ein Truck Camper Shell. Also ein Truck Camper ist halt so eine Wohnwageneinheit, die auf diesem Truck hinten drauf sitzt und halt über die Fahrerkabine auch rübergeht. Ist halt auch relativ schwer zu beladen. Man muss halt ganz genau reinfahren. Und auch dafür ist dieses F150 Segment auch schon zu klein, zu leicht. Es gibt Truck Camper, die hier raufpassen, aber die sind in der Regel sehr nachgefragt, sehr teuer und auch relativ klein und leicht, weil diese Dinger halt deutlich mal über 750 Kilo wiegen und dementsprechend zu schwer sind und auch zu groß, zu lang für dieses kurze Truckbed hier. Ansonsten kann man
das Truckbed auch abnehmen. Also wenn man jetzt halt irgendwas Verrücktes daraus bauen will, das lässt sich halt relativ leicht, ich habe es noch nicht versucht natürlich, lässt sich relativ leicht komplett abnehmen. Und dann habt ihr einfach diese Leiterrahmenkonstruktion drunter, die dann frei liegt. Zuletzt sei natürlich noch zu erwähnen, das sogenannte Truckbed Riding. Also finde ich sehr haarsträubend und ich bin zwar jetzt nicht so für Verbote, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass es hier in Kalifornien seit den 90er Jahren verboten ist. In anderen Bundesstaaten ist es noch erlaubt, also auf Hawaii, mein letzter Stand zumindest, sieht man Leute, die auf diesem Truckbed hier sitzen, auf irgendwelchen Stühlen oder einfach auf dem Boden und dann damit halt durch die Gegend fahren auf dem Highway. Ist super gefährlich, wenn es einen Unfall gibt, die Leute fliegen raus, sie sind tot, also es ist echt so krass, aber das seht ihr halt auch gerade in so Ländern wie Mexiko oder so, seht ihr halt überall Leute in diesem Truckbed sitzen und darauf halt durch die Gegend fahren. Interessanterweise ist ja das Sinnbild des amerikanischen Pickup-Trucks für die meisten Deutschen der Ram 1500. Was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, weil es ist weder der älteste Pickup-Truck hier auf dem Markt, noch der meistverkaufte mit weitem Abstand. Also den Ram gibt es erst seit den 80er Jahren, den Chevy Silverado, alles jeweils unter unterschiedlicher Bezeichnung damals natürlich, gab es seit den 60er, 70er Jahren. Und diesen F-150-Truck, damals wie gesagt andere Bezeichnung, gibt es seit Ende der 40er Jahre und war der erste und ja, auch erfolgreichste Pickup-Truck der USA, wird auch mit weitem Abstand am meisten verkauft. Also ist auf Platz 1 aller Fahrzeuge, die hier verkauft werden, mit ungefähr 1 Million Stück pro Jahr. Das macht an jedem beliebigen Kalendertag 2.500 Stück, die verkauft werden. Sicherlich sind auch einiges Flottenverkäufe davon. Aber nichtsdestotrotz, dieses Fahrzeug ist halt im Straßenbild auch sehr häufig vertreten, ist der meistverkaufte Pickup-Truck und halt quasi damit eigentlich die Pickup-Truck-Ikone Amerikas. Kleine Klugscheißerei hier an der Stelle nochmal am Rande. Es ist übrigens nicht mehr der Dodge Ram, sondern es ist nur noch der Ram, weil Dodge hat mal Mitte der 2000er Jahre seine Produktpalette, sein Branding aufgespalten in Dodge, das sind halt alle Personenfahrzeuge, und in Ram, das sind alle Lieferfahrzeuge. Dazu gehören halt die Lieferwagen, die kleinen, großen Lieferwagen und die gesamte Pickup-Truck-Palette. Das ist, wie gesagt, alles nur noch der Ram, ist eine separate Webseite, ein separates Branding. Insofern liegt ihr jetzt natürlich nicht falsch mit der Bezeichnung Dodge Ram, aber ganz richtig ist es halt auch nicht mehr, weil es ist entweder Dodge oder Ram. Kurz mal so einen hier auf Oberlehrer gemacht. Ihr könnt natürlich auch Dodge Ram sagen, kein Problem. Kurze Tour von diesem Fahrzeug, kurze Übersicht. Was ist es für ein Fahrzeug? Es ist ein 2017er Ford F-150 in der XLT-Variante. Das ist die Ausstattungsvariante, die ja zweitschlechteste, um es jetzt mal ganz positiv auszudrücken. Den habe ich mir halt geholt aus Kostengründen, wollte ich jetzt nicht weit darauf gehen. Und außerdem fand ich ganz gut, dass der vorne eine durchgängige Sitzbank hat. Also man kann den mittleren Sitz hochklappen. Das hat man meistens bei den höheren Ausstattungsvarianten nicht. Deswegen XLT ist eine Super Crew Kabine, hatte ich schon drüber geredet. Das ist ein Short Bed, also das kurze Bett, 1,70 Meter lang. Es hat den 5,0 Liter V8 Motor ohne Turbolader. Natürlich beatmet. Es ist ein Two-Wheel-Drive, also es hat nur einen Heckantrieb, was mir hier für Kalifornien ausgereicht hat. Hat auch ein sperrbares Heckdifferential oder ja, Differential halt einfach. Es hat wie gesagt den Column-Shifter, also diesen Schalthebel, den werde ich euch gleich drin zeigen. Der Motor hat 385 PS, hat 387 Foot-Pound of Torque, also Drehmoment. Das Fahrzeug, falls ihr euch fragt, wie schnell es fährt, ich habe es tatsächlich mal ausprobiert in der Wüste irgendwo. Das geht relativ schnell, weil bei 105 Miles per Hour, das sind 175, glaube ich, 170, 175 km/h, ist dann auch Schluss. Also da riegelt er elektronisch ab, fährt allerdings oder beschleunigt relativ schnell auf diese Geschwindigkeit herauf. Also 0 bis 100 schafft er tatsächlich in nur 6,5 Sekunden, obwohl er über 2 Tonnen wiegt. Das Fahrzeug verbraucht, das ist wahrscheinlich jetzt für so die große Frage, was verbraucht das Ding? Ja, nicht wenig, aber auch nicht so viel. Also auf dem Highway kann man von so ungefähr 11,2 Liter Benzin ausgehen auf 100 Kilometer, umgerechnet bei ruhiger Fahrweise. Ansonsten so im Stadtverkehr, wobei ich ihn jetzt wirklich nie so wirklich im Innenstadtverkehr gefahren habe, kann man bei so Kurzstrecken und so von etwa 15 Liter auf 100 Kilometer ausgehen. Die Lasten, die es tragen kann, sind 750 Kilo auf der Ladefläche im Truckbed und es kann 5,2 Tonnen ziehen als Anhänger. Die Tankgröße sind 87 Liter, damit hat er eine Reichweite von etwa 700, 725 Kilometer. Es gibt ihn aber auch noch optional mit dem 136 Liter Tank.
Das Truckbed selbst ist 1,70 Meter lang und 1,65 Meter breit. Das Fahrzeug hat einen Radstand von 3,68 Meter, entsprechend halt auch einen ziemlich großen Wendekreis. Ist etwa 1 Meter länger der Wendekreis als bei einer E-Klasse, im E-Klasse Mercedes. Die Länge ist 5,90 Meter, Breite 2,03 Meter ohne die Spiegel, also mit den Spiegeln. Je nach Spiegelkonfiguration, das sind die kleineren Spiegel, es gibt auch noch so Towing Mirrors, also so Abschleppspiegel für den Anhängerbetrieb, kommen wir dann schon so auf bis zu 2,40 Meter Breite und die Höhe sind 1,94 Meter. Das Gewicht selbst ist bei relativ niedrigen 2080 Kilo, also das Leergewicht. Das findet ihr jetzt halt bei anderen Trucks eher nicht so in dieser Größenklasse. Ford hat in dieser Modellgeneration auf ein Aluminiumbett gesetzt. Also der größte Teile des Betts hinten sind aus Aluminium und dementsprechend etwas leichter. Und die anderen Trucks in diesem Größensegment sind eher so bei 2,4 Tonnen. Ich habe sie alle Probe gefahren, also bis auf den Dodge. Das kann ich euch jetzt wahrscheinlich jetzt für die meisten Deutschen nicht so befriedigend, diese Auskunft. Aber ich habe mich dagegen entschieden, mir den Dodge überhaupt anzugucken, weil ich ihn, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, die alte Modellgeneration relativ hässlich fand. Also so die Front fand ich relativ hässlich. Den Innenraum fand ich jetzt nicht so überzeugend. Bei der aktuelleren Version ab 2018/19 hätte ich vielleicht in Betracht gezogen, finde ich so etwas besser, aber in der Modellgeneration fand ich ihn nicht so gut. Und ich habe halt auch relativ schlechte Dinge gehört über den Dodge, was die Qualität angeht. Aber da kann ich jetzt nichts Konkretes zu sagen, weil ich jetzt kein Kfz-Mechaniker bin, der jetzt konkret sagen kann, da ist er halt relativ schlecht oder da ist er jetzt irgendwie besser. Also die Qualität, ja, weiß ich nicht, gibt halt immer Fans von diesen Fahrzeugen. Es ist halt so ein bisschen, als ob man jetzt darüber reden würde, was ist besser, Audi oder Mercedes oder BMW, Nikon oder Canon, Apple oder Android oder ähnliches. Also von daher, ja, könnte man da jetzt halt stundenlang drüber diskutieren oder streiten. Also ich habe relativ viele Sachen gelesen online, die halt nicht so, oder Meinungen, die nicht so überzeugt waren von der Qualität des Dodge, jetzt habe ich es gesagt, des Rams. So, gucken wir uns das Fahrzeug noch mal etwas genauer an. Das ist jetzt hier das Truckbed halt. Mit Rückfahrkamera natürlich auch, ist ja hier vorgeschrieben in den USA. Ich habe jetzt hier schon einen Bed-Liner reingemacht. Also normalerweise, wenn du das Ding kaufst, ist es halt nacktes Metall. Zerkratzt dann halt auch entsprechend sofort, sobald du irgendwas reinlegst. Außerdem habe ich mir noch so eine Dämpfung eingebaut, also so eine Feder, die halt, dass dieses Truckbed nicht einfach nach unten knallt, wenn man es aufmacht. Was man hier noch erwähnen sollte, was so ein bisschen eine Enttäuschung war bei diesem Truck oder generell, weiß ich nicht, ob es bei den anderen auch so ist, ist halt der Tankdeckel, dass man den halt einfach aufmachen kann. Der ist nicht verriegelt. Das ist total krass. Und man hat halt hier auch keinen verriegelten, und man kann ihn auch nicht kaufen dafür, Tankdeckel da drauf. Also jeder kann halt an diesen Truck treten und den Tank aufmachen und irgendwie mir ein bisschen Benzin schenken und es dort reinfüllen. Was auch sehr vorteilig hier ist, bei dem Ford, das hatte ich halt nicht so auf dem Schirm, als ich ihn mir angeguckt habe und gekauft habe, dass dieser Türcode hier, also das war was, wo ich dachte, ja, braucht man jetzt vielleicht nicht, aber das benutze ich relativ häufig, wenn der Wagen in der Einfahrt steht, ich habe meinen Schlüssel nicht dabei oder ähnliches oder bin beim Camping oder sonst was, dass man halt den Schlüssel drin lassen kann und dann hier einfach so einen Türcode eingibt und dann öffnet sich das Fahrzeug von selbst. Falls ihr euch schon immer mal gefragt habt, wo eigentlich das Reserverad ist bei so einem Truck, wahrscheinlich habt ihr euch das noch nie gefragt, aber ich sage es euch trotzdem, es ist hier unten drunter. Das ist mit einem Schlüssel sogar gesichert, also um das Reserverad abzunehmen, müsste man hier halt den Fahrzeugschlüssel nehmen. Ansonsten gibt es hier noch einen Anhänger oder eine elektrische Dose für den Anhänger, die ist hier auch verbaut. Da gibt es hier zwei Standards auf dem Markt für die etwas größeren, neueren Anhänger, diesen runden Prong und dann gibt es noch diesen kleineren Prong für die etwas älteren und kleineren Anhänger. Bevor wir uns den Innenraum anschauen, möchte ich auch noch mal eine Sache positiv hervorheben. Was bei anderen Trucks teilweise nicht so der Fall ist, ist, dass der Auspuff seitlich rauskommt bei dem F-150 und nicht nach hinten. Was halt ein Vorteil ist, wenn man mal hinten an so einen Grashügel oder so ranfährt oder an so einen Erdhaufen, um ihn zu beladen, und dann halt eben nicht die Auspuffanlage beschädigt oder den Auspuff halt mit irgendwelchen Erdmaterialien befüllt oder so. Ja, schauen wir uns mal den Innenraum an. Der ist relativ gigantisch. Also er ist halt größer als bei einer S-Klasse in der Langversion. Habe ich mal gelesen. Ich habe es jetzt persönlich nicht ausgemessen, um ehrlich zu sein. Was hier zu bemerken ist, ist, dass diese Rückbank halt, dass man die hochklappen kann.
Hier passen natürlich drei Leute rein. Da habe ich jetzt ein paar Handtücher noch drin vom Saubermachen. Und diese Schale hier habe ich mal nachträglich gekauft. Die kann man sich halt, wie gesagt, kaufen. Hat ein bisschen Storage da unten drunter unter der Rücksitzbank. Ansonsten hat man hier halt auch noch einiges an Stauraum, wo man halt Sachen reintun kann. Hier hat man, und das ist jetzt wie gesagt eine etwas einfachere Ausstattungsvariante, wo halt nicht noch zusätzliche weitere USB-Steckdosen sind. Nur halt hier ein 12-Volt-Teil und so Cupholder hier unten drin. Ansonsten hat man vielleicht in den besseren Ausstattungsvarianten hier auch noch ein bisschen mehr Schnickschnack unten drin. Und diesen Plastikliner habe ich halt auch reingemacht. Ansonsten wäre da Teppichboden drin gewesen. Ja, die Sitze sehen auch sehr gut aus, weil ich halt wegen der Kinder halt hier immer irgendwelche Sitzpolster drauf hatte, die ich jetzt inzwischen abgenommen habe. Ja, das Ganze hier auch nochmal von der anderen Seite aus. Und um das zuzuklappen, muss man halt diesen Hebel hier umlegen. Und dann hat man hier halt wieder die Sitzbank. Und die Sitzbank selbst kann man hier halt auch noch nach vorne klappen. Dann hat man dahinter auch nochmal so ein bisschen Stauraum. Kommen wir zur Beifahrerseite. Viele Cupholder, viele Getränkehalter hier drin, hier unten und an der Seite. Handschuhfach. Hier habe ich halt wie hier erforderlich die Registrierung und den Versicherungsnachweis drin. Ansonsten natürlich hier auch die üblichen Airbags und so weiter. Und was hier halt noch zu bemerken ist, bei dieser Modellvariante, für die ich mich halt entschieden habe, hauptsächlich deswegen, wegen diesem Feature, ist halt, dass man hier diese Mittelkonsole hochklappen kann und einen weiteren Sitz darunter findet. Das, der Preis, den man dafür zahlen musste, ist natürlich, dass man hier halt deutlich weniger an Storage in dieser Konsole selbst drin hat. Aber man kann sie hochklappen. Und es gibt hier auch noch eine Kopfstütze dafür, die hatte ich hinten unter der Bank drunter verborgen. Gibt es halt hier auch noch den Sitz für eine dritte Person, die dort vorne in der Mitte sitzen kann. Habe ich nur einmal ausgenutzt. Hier drunter findet ihr auch noch mal ein bisschen Storage. Und diesen Cupholder hier könnt ihr halt rausnehmen und umdrehen und dann dort innen reintun, damit hier mehr die Person, die in der Mitte sitzt, mehr Platz für ihre Füße hat. Ja, das fand ich ganz interessantes Konzept, um es wieder zuzuklappen. Brauche ich zwei Hände. Das sind jetzt hier die normalen Spiegel, die dran sind. Wer sich gefragt hat, warum ich jetzt hier so einen zweiten Winkelspiegel noch rangeklebt habe, die Antwort ist, dass ich diesen Winkelspiegel hier relativ scheiße fand und deswegen mir halt einfach noch den weiteren dort hinten raufgeklebt habe. Gut, sieht ein bisschen lächerlich aus, aber was soll's. Ist mir auch egal. Hier vorne hat auch wieder das gleiche. Fußmatte habe ich reingelegt oder gekauft. Also diese Plastikfußmatte ist normalerweise nicht drin, die halt auch über diesen Mittelkonsolentunnel geht. Das ist der Innenraum. Setzen wir uns mal rein. Ja, das ist jetzt hier der Schlüssel, wie bei Ford üblich. Wenn ihr einen Ford in Deutschland fahrt, dann kennt ihr diesen Schlüssel wahrscheinlich auch. Wie bei Ford üblich, sehr nervig ist, sobald ein Schlüssel drin steckt im Schloss und die Tür offen ist, die Fahrertür, pinkt es halt bis in die Unendlichkeit. Das können wir nur lösen, indem wir hier die Tür zumachen. Wenigstens parke ich im Schatten. Das ist halt hier das Anzeigen-Cluster, das Instrument, was ich ganz gut fand. Und das habe ich beim Toyota Tundra auch abgeschreckt, obwohl ich eigentlich ein Toyota-Fan bin, ist, dass Toyota dort keine digitale Geschwindigkeitsanzeige halt drin hat. Und ich starte einfach mal den Motor, um euch so ein paar Funktionen zu zeigen. Das ist halt jetzt, wie gesagt, dieser Column Shifter, ist auch sehr amerikanisch. Ich weiß nicht, ob ihr das aus deutschen Modellen kennt, wo man halt hier die einzelnen Automatikstufen halt schaltet. Man hat hier auch noch so einen kleinen Hebel drauf, wo man plus minus halt manuell schalten kann. Hier ist die Rückwärtskamera, die Rückfahrkamera, die halt vorgeschrieben ist bei allen Fahrzeugen, die in den USA verkauft werden, seit 2016, denke ich. Was hier bei dem Instrumentencluster noch zu erwähnen ist, neben dem digitalen Speedometer ist Trip Fuel. Siehst du, hier bin ich bei 16,9 Miles per Gallon über die letzten 7750 Meilen. Trip, Fuel, Economy, alle möglichen Anzeigen. Ein Kompass gibt es hier vorne noch drin. Und Trip 1, Trip 2 natürlich. Towing-Menü, da geht jetzt hier gerade nicht so viel, weil ich keinen Trailer angeschaltet habe. Was den Trailer angeht, zu erwähnen, hat man hier bei den US-Fahrzeugen halt, wenn sie einen Towing-Package drin haben, ich habe es mir nachträglich selbst installiert, den Trailer Brake Controller, wo man halt hier manuell bremsen kann. Jetzt meckert er, weil kein Anhänger dran ist, und beziehungsweise den Gain draufsetzen kann, plus minus etwas Offroad. Das ist jetzt hier ein Two-Wheel-Drive, also richtig Offroading. Ja, könnte man damit machen, aber weiß ich nicht, sollte man sich vielleicht eher einen Four-Wheel-Drive holen, wenn man der Illusion erlegen ist, dass man tatsächlich ins Gelände fährt mit dem Fahrzeug. Wahrscheinlich macht man es nicht, aber hier ist zu erwähnen, das hat dieses Fahrzeug auch,
halt den Status vom Sperrdifferential und den Winkel, den Neigungswinkel, kann ich euch jetzt natürlich nicht zeigen. Sind wir hier bei 0 Grad, aber er zeigt halt hier den Neigungswinkel an. Was hier noch zu erwähnen ist bei dem Wagen, ist, dass serienmäßig ein sperrbares Hinterachsdifferential hier eingebaut ist. Das ist schon recht gut fürs Gelände, auch wenn es nur einen Heckantrieb hat, kann man damit sich schon durchaus aus schwierigen Situationen befreien, sollte man sie denn erleben. Hier drunter ist jetzt halt die Klimaanlage, ist jetzt auch natürlich serienmäßig. Ein Trailer-Backup-Ding, was ich auch nie benutzt habe, wo man halt irgendwie den Wagen lenken kann, wenn man rückwärts fährt und ein Anhänger ist dran, ist meiner Meinung nach überflüssig, aber gut, okay. Ja, genau, das ist der Innenraum. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal kurz eine Rundfahrt, machen einen POV-Drive und schauen mal, wie sich das Teil so fährt. So, machen wir einfach mal eine kurze Rundfahrt mit dem Fahrzeug. Ja, ich habe ihn mir hauptsächlich gekauft, weil ich die anderen Trucks auch zum Teil getestet habe und sagen muss, dass sich der F-150 mit Abstand am besten gefahren hat. Also ich hatte ihn jetzt ja nicht so weit oben auf meiner Liste, aber muss halt ganz ehrlich sagen, ich habe den Toyota Tundra gefahren. Der hat sich wie ein Wohnmobil gefahren, super krass schwer. Also ausreichender Motor, ausreichende Bremsanlage, aber einfach wahnsinnig schwer vom Fahrgefühl her. Der Silverado hat sich halt irgendwie gefahren, so wie so ein altes Schlachtschiff. Also auch sehr schwerfällig und man hat so das Gefühl, irgendwie sind überall so ein paar Schrauben locker bei dem Teil, also im wortwörtlichen Sinne. Und man hat halt auch das Gefühl gehabt, dass man halt irgendwie ja, von der Sitzbank seitlich runterkippt, wenn man eine Kurve fährt. Also das waren halt alles so meine Eindrücke von den anderen Fahrzeugen, die ich Probe gefahren habe. Ich habe auch den Tacoma Probe gefahren. Es war leider sehr klein vom Innenraum, der kleinere Toyota Truck. Ansonsten hätte ich mir den ganz gerne gekauft und hatte halt auch keinen wirklich beeindruckenden Motor gehabt, also der Tacoma. Dieses Fahrzeug hier, wie gesagt, habe ich einmal Probe gefahren, habe dann sofort gesagt, okay, der Ford ist es. Ja, fahren wir einfach mal mit. Also ich hoffe, ich bin jetzt von der Größe her nicht zu groß. Ich zeige euch mal ganz kurz den Motor. Ja, das ist er hier. 5 Liter Motor V8, 385 PS, 0 auf 100 km/h in 6,5 Sekunden, ist nicht schlecht für ein Fahrzeug, was leer 2,1 Tonnen wiegt etwa. Ansonsten, was die ganze Schaltung, die Transmission, die Automatik und so weiter angeht und auch die Blattfedern hinten, ist es natürlich auch in gewissem Sinne so ein bisschen ein Dinosaurier in manchen Aspekten. So, fahren wir einfach mal los. Der Tank ist voll, das sieht immer sehr schön aus. Ansonsten hat man hier halt noch so verschiedene Anzeigen über die Transmission Temperature, also die Getriebetemperatur, den Ölstand und natürlich die Kühlwassertemperatur. Ja, Column Shifter, also man schaltet halt hier mit per Hand, weil man normalerweise bei anderen Modellen, die jetzt keinen Sitz in der Mitte haben, halt hier nochmal so einen Schalthebel hat. Ist natürlich ein bisschen schöner, keine Frage, aber ich wollte halt den Sitz in der Mitte haben. Habe ich im Endeffekt nie benutzt, aber das ist halt ein anderes Thema. Manchmal will man ja irgendwas haben und braucht es dann aber im Endeffekt nicht. Ja, das Fahrzeug fährt sich halt im Gegensatz zu den anderen Trucks ziemlich wie ein PKW, also natürlich ein PKW mit ziemlich gigantischen Ausmaßen. Also man sitzt sehr hoch hier drin, ist sehr angenehm. Und wünschte, ich könnte euch das Fahrgefühl besser vermitteln, aber es ist sehr angenehm. So, ich höre auf, euch zuzuquatschen und wir lassen einfach mal ein paar Fahreindrücke von dem Wagen für sich sprechen.
ich denke, das war es dann so mit diesem Video gleich. Also ich kann euch, wie gesagt, jetzt nicht den Eindruck vermitteln, wie sich es halt so anfühlt, das Fahrzeug. Es fährt sich halt sehr gut, also es fährt sich halt sehr PKW-mäßig, das Ganze. Und das Einzige, was man halt schon merkt, ist, dass es hinten halt sehr leicht ist. Also das Truckbed ist darauf ausgelegt, dass sehr viel an Gewicht reinpasst und transportiert werden kann. Entsprechend hast du halt diese archaischen Blattfedern und entsprechend hast du halt auch ja, so einen ziemlichen Bounce hinten. Also wenn du über irgendwas rüberfährst, dann springt das hinten oder tendiert dazu, so ein bisschen zu hüpfen, das Truckbed. Und du hast halt auch nicht wirklich viel Gewicht drauf. Also bei einem Beschleunigungsrennen solltest du vielleicht irgendwie hinten noch so einen Heizkörper oder ein paar Säcke Zement reinlegen oder so, um mehr Gewicht auf die Hinterachse zu bringen. Das ist vielleicht bei dem allradgetriebenen Varianten etwas besser. Aber bei dem merkt man das halt schon, dass das Hinterrad relativ schnell an Haftung verliert. Ja, das war's von meiner Seite aus. Endgeschwindigkeit werde ich euch jetzt hier natürlich nicht mehr zeigen können. Wie gesagt, ist abgeriegelt auf 105 Miles per Hour. Also bis dahin beschleunigt er halt sehr zügig rauf. Aber bei 105, 106 Miles per Hour ist dann halt Ende. Da wird dann elektronisch abgeriegelt. Ja, ist wahrscheinlich jetzt auch besser so. Also das Fahrzeug jetzt mit irgendwie 250 km/h zu fahren bei der Windschlüpfrigkeit einer IKEA Einbauschrankwand, ja, sollte man vielleicht nicht unbedingt machen. Und was das ganze Fahrwerk angeht oder so, würde ich da jetzt auch nicht unbedingt sehr viel Vertrauen reinsetzen, dass es bei 250 auf der Autobahn km/h auch noch irgendwie toll fährt. Ja. Insofern war es das von mir an der Stelle. Ich verabschiede mich und bis demnächst. Tschüss!